Dies ist eine weitere Möglichkeit, wie wir aus einer kontextfreien Grammatik einen Kellerautomaten erzeugen können, der die gleiche Sprache akzeptiert. Keine Angst vor der Definition, da führe ich euch ganz vorsichtig heran und ich zeichne auch den Automaten mit. Einmal etwas, was ein bisschen weniger interessant vielleicht ist, dass wir so einen Automaten bekommen, der Top-Down-LL-Parsing simuliert. Hier steht eine wichtige Information für uns, und zwar darf die kontextfreie Grammatik keine Linksrekursion enthalten. Das heißt, irgendwelche Regeln, wo dasselbe Nicht-Terminal, was auf der linken Regelseite steht, am Anfang der rechten Regelseite irgendwie steht. Sowas dürfen wir nicht haben, weil das sonst nicht funktioniert. So, dann, ja, die nächste Information, die wir haben, wir haben auf dem Stack am Anfang Z0, also das ist unser Keller-Bottom-Symbol, und unser Startzustand soll Q0 sein. Ich kann mal gucken, was wir hier für Zustände haben, dann kann ich die gleich mitmalen. Also ich sehe hier einmal Q0, dann haben wir hier ein Q1, weitere Q1 und einmal QF. Die kann ich dann schon mal alle zeichnen. Q0. Q1, QF. Und wie oben stand, soll Q0 unser Startzustand sein. So, dann steht jetzt in dieser ersten Zeile, dass wir einen Übergang konstruieren wollen von Q0 nach Q1. Wobei wir nichts von dem Stack lesen, also Epsilon. Wir wollen nichts aus der Eingabe lesen, Entschuldigung, also wir wollen nicht aus der Eingabe lesen, Epsilon, das leere Wort. Wir wollen Z0 vom Stack lesen. Und wir wollen unser Startsymbol von der Grammatik gefolgt von Z0 wieder auf den Stack packen. So, bei uns ist es meistens das Startsymbol und auf jeden Fall dann, wenn hier nichts anderes angegeben ist. So, die Zeile haben wir erledigt, dann gucken wir uns die nächste Zeile an. Und hier steht für alle Regeln, die wir haben, also ein Nicht-Terminales expandiert zu irgendeiner Folge, ja, die wir auch immer da haben, wollen wir Übergänge hinzufügen, und zwar von Q1 nach Q1. Das ist jetzt ein bisschen andersrum geschrieben. So, von Q1 nach Q1. Das ist im Prinzip das gleiche wie hier. Wir haben eine Ausgangskonfiguration gegeben und wir gehen damit in eine Menge von neuen Konfigurationen über. Also wenn wir nicht deterministischen Automaten haben, dann können in dieser Menge mehrere Sachen drinstehen. Und statt der Mengennotation ist jetzt einfach ist Element von geschrieben, aber dieses hier ist eigentlich das gleiche wie dies hier, nur halt andersrum geschrieben durch die Elementnotation. So, wir haben also einen Übergang von Q1 nach Q1. Wir wollen nichts aus der Eingabe lesen. Wir wollen das Nicht-Terminale, was wir haben, von dem Stack lesen. Und wir wollen das, was in der Regel hier auf der rechten Seite steht, das wollen wir einfach auf den Stack packen. So, ich kann jetzt einfach mal mit der ersten Regel, die hier anfangen, die wir haben. In dem Fall wollen wir dann das S von dem Stack lesen. Und wir wollen das, was auf der rechten Seite steht, einfach dahinter schreiben. Also A, Groß B, Groß C. So, das können wir dann auch noch mit den weiteren dann machen. Hier mit B expandiert zu CD. Will ich dann auch wieder nichts von dem Stack lesen. Nichts aus Eingabe lesen, Entschuldigung. B vom Stack lesen und CD draufpacken. Dann haben wir es gleich nochmal beim C. Wir wollen wieder nichts aus der Eingabe lesen. Wir wollen C raufpacken. Und SB. Wir wollen C vom Stack lesen und SB raufpacken. Und wir haben auch noch C expandiert zu klein d. Und da sieht es dann genauso aus. Wir wollen wieder nichts aus der Eingabe lesen. Wir wollen das große C von dem Stack lesen und das kleine d raufpacken. Und hier sieht man dann schon, dass die Menge der Stack-Symbole, die entspricht dann allen Nicht-Terminalen und den Terminalen, die wir in der Grammatik hatten. So, als nächstes haben wir hier eine weitere Zeile. Und hier ist angegeben, dass wir für alle Nicht-Terminalen, die wir haben, eine weitere Übergänge hinzufügen wollen. Wir haben jetzt in meinem Fall nur A und D. Wir wollen hier einen Übergang hinzufügen von Q1 nach Q1. Also das ist im
Prinzip der gleiche wie der hier. So, und wir wollen das Terminale, was wir gerade betrachten, aus der Eingabe lesen und vom Stack lesen und wir wollen nichts dafür zurückpacken. So, wir wollen also, einmal wollen wir, also hier sind unsere Terminale, die wir haben, A und D. Wir wollen also einmal ein A von dem aus der Eingabe lesen und ein A vom Stack lesen und wir wollen nichts dafür zurückpacken. Und das gleiche machen wir auch nochmal für das D. So, D aus der Eingabe lesen, D vom Stack lesen und nichts zurückpacken. So, und ganz zum Schluss nehme ich mal diese Farbe. Wollen wir noch einen Übergang hinzufügen von Q1 nach QF? Wo wir nichts aus der... Ne, Moment, jetzt muss ich gucken. Hier, jetzt ist es wieder andersrum. So, wo wir nichts aus dem Eingabestring lesen, wo wir das Keller-Bottom-Symbol vom Stack lesen, das ganz am Anfang schon drauf war und wo wir halt nur das Startsymbol davor gepackt haben und wir wollen nichts zurückpacken. So, das heißt also, dieser Automat, der akzeptiert dann das Eingabewort mit einem leeren Stack. Und wie genau er dein Wort verarbeitet, das zeige ich euch im nächsten Video.